Aufgabe 23 behandelt nun einen sogenannten Rahmen. Dieser ist zusammengesetzt aus einem Balken AB und einem Winkelträger BC. Am oberen Ende wirkt die Streckenlast Q und es ist zu bestimmen, welche Lagerreaktionen in A sowie in C zu erwarten sind. Wiederum aufgetrennt, nämlich in B habe ich das Ganze durchgeschnitten. Hier ist ja wieder ein Gelenk. Das ist sozusagen ein Gerber Rahmen, wenn Sie so wollen. Und dann macht man halt wie bei dem Gerberträger die beiden Teile frei. Das ist der obere Teil und der untere. Hier ist B, hier ebenfalls. Da ist C und da ist A. Dann haben wir AY und im B das BX und BY. Und die resultierende, der Streckenlast da oben, die wissen wir jetzt schon, wenn die Q ist, dann muss das für die Länge L Q mal L sein, fürs Rechteck. Dann haben wir da, weil das ein Gerbergelenk ist wieder, BX nach links und BY nach unten in dem anderen Teil und CY und CX, die sind da positiv angenommen. Was man sieht ist, dass das hier wieder so etwas wie ein Zweikraftstab ist. Zweikraftstab haben wir letztes Mal bei dem Mast kurz gehabt, dass nämlich sie das C ersetzen können im Prinzip durch eine Kraft FBC da und da oben die Reaktionskraft FBC. Also man braucht eigentlich die Komponenten extra gar nicht ausrechnen, sondern man kann gleich mit diesen rechnen, die da diagonal durchgehen. Für den oberen Teil eine Momentenbilanz um A, da kriegen wir minus Fr mal L halbe. Die resultierende liegt natürlich da bei der halben Länge für die Rechteckslast plus By mal L ist 0 und daraus sofort By, nämlich Fr halbe. Das L können wir ja rauskürzen. Das sind die 300 Newton fürs By. Dann eine Summe in Y-Richtung, AY minus FR, also das hat R, Entschuldigung, das heißt bei mir FR, da hat es R geheißen, das, falls das für Verwirrung jetzt gesorgt hat, kurz, plus BY, das ist natürlich 0, daraus folgt sofort, dass AY 300 Newton sein muss, AX ist natürlich ebenfalls BX, das braucht man gar nicht in Wirklichkeit als Bilanz hinschreiben, sonst kann man sofort hinschreiben für den oberen Teil. Und für den unteren Teil, dann machen wir vielleicht da herüben, eine Momentenbilanz um C. Da ist Bx mit der Höhe L als Normalabstand minus By mit der Höhe L als Normalabstand ist 0. Daraus folgt Bx ist By. Dann sehen Sie schon den Zweikraftstabcharakter, weil das sind wieder 300 Newton. Und 300 Newton ist CY, auch das natürlich wieder, und CX genauso. Und dann sehen Sie, dass das auch mit dem blauen FBC ersetzen können, logischerweise.